Servus. Ich glaube, das kennt ja jeder Elektriker. Die Bohrer fliegen immer rum. Im Auto, in einem Koffer, zum Beispiel vom Makita, gehen sie nicht rein. Dann flackern die immer im Auto rum. Oder halt dann auf der Baustelle. Die haben dann fertig vom Bohrfuhrer her. Von dem Schmiermittel, von dem Fett. Wenn die mal eine Zeit lang liegen, werden die natürlich auch ein bisschen rostig. Oder vielleicht haben sie auch mal Nasenbohren, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe mir jetzt einfach mal da so eine Bohrerbox gebaut. Die habe ich extra so lang lassen, weil ich habe nämlich noch vor, dass ich mir ein bisschen einen längeren Bohrer hole. So 80 rum, die sind jetzt so als 600er. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, die sind auf jeden Fall 600er Bohrer. Also 600 mm lang, Gesamtlänge. Und eventuell will ich mir mal noch einen 80 mm holen. Ja, und ich habe jetzt da einfach was gebastelt. Da ist mir jetzt ehrlich gesagt wirklich nichts Besseres eingefallen, wie ich das mache. Jetzt habe ich einfach so einen Klett genommen, habe den da rumgepappt, das ist ein selbstklebender Klett. Da die Dichtung rausgemacht. Das ist die Dichtung, die kann man einfach rausnehmen. Das ist eine Muffe, das ist ein 100er HT-Rohr, also 110er DN110. Und da habe ich einfach die Muffen drauf gemacht, habe da auch nochmal so ein Stoffbandel. Das gibt es in AliExpress zum Beispiel oder in Amazon. Einfach da reingemacht. Ich habe es dann ein bisschen umgebürdelt. Einfach mit dem Feuerzeug ein bisschen warm machen. Dann kann man das verschmelzen. Genau. Und jetzt kann man die da reinmachen. Die schmeißt man jetzt da einfach rein. Und dann haben die aufgeräumt. Jetzt kann man das schön transportieren. Die haben auch ein gutes Gewicht. Ich hoffe, das Bandel hält, aber ich glaube schon. Da unten habe ich die Dichtung drin lassen, damit der Deckel einfach besser hält. Ich habe es zusätzlich noch mit ganz kleinen Schrauben verschraubt, dass die nicht zu weit reinstehen. Da auch einfach wieder verschmolzen, ein paar Mal umgelegt, verschmolzen. Einfach durch die Dichtung durchlegen und einen Deckel draufhauen.